Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Videotutorial. Heute geht es um das Thema, wie dreht man einen Film? Egal, ob ihr jetzt einen Kurzfilm dreht oder ein größeres Spielfilmprojekt, generell solltet ihr beim Filmemachen die folgenden Punkte beachten. An der ersten Stelle eines jeden Filmprojekts steht natürlich erstmal ein Drehbuch. Und das sollte natürlich entsprechend gut sein, damit sich Leute später auch euren Film gerne anschauen. Also macht euch in Ruhe Gedanken, sucht euch eine gute Idee für ein Thema, filmt nicht das, was alle Leute schon gefilmt haben und was quasi schon wieder nur ein Gähnen beim Zuschauer hervorruft. Überlegt euch irgendwie eine witzige Story oder irgendwas, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Seid auf jeden Fall kreativ bei der Umsetzung eures Themas. Und vor allem seid realistisch. Versucht nicht irgendwie ein Drehbuch zu schreiben, in dem Szenen vorkommen, die euer finanzielles Budget nachher letztlich dann sprengen. Sei es nur mit irgendwelchen epischen Aufbauten oder epische Schlachten, wo dann mehrere hundert Leute aufeinander stürmen. Ich meine, ihr müsst ja immerhin das Ganze auch mit Schauspielern besetzen und die müsst ihr natürlich greifbar haben. Beziehungsweise es sind ja in der Regel meistens Laienschauspieler, die das aus Spaß an der Freude machen. Und da solltet ihr auf jeden Fall schon mal realistische Rahmenbedingungen für euer Projekt setzen. Habt ihr aber dann eine gute Idee, solltet ihr natürlich möglichst detailliert das Ganze in einem Drehbuch niederschreiben. Ein Drehbuch umfasst natürlich erstmal alle wichtigen Dinge, wie natürlich die Story, die Dialoge, auch ganz wichtig, und aber auch schon kleine Hinweise zu Locations, die ihr euch vorstellen könnt, an denen ihr dieses ganze Projekt dann umsetzt. Euer Drehbuch sollte natürlich entsprechend spannend sein und daher solltet ihr euch mit den Grundlagen einer Geschichtenerzählung natürlich befassen. Wichtig sind die 5 Stufen, in denen eigentlich quasi die meisten Filme aufgebaut sind. Überlegen solltet ihr euch natürlich auch am Anfang schon mal, welcher Look euer Film letztendlich haben soll. Zahlreiche Kinofilme haben natürlich immer ihren ganz typischen Look. Jeder Regisseur hat eine gewisse Farbstimmung für seinen Film ausgewählt. Wenn ihr euch so ein bisschen inspirieren lassen wollt, dann gibt es da eine eigene Internetseite. Auf filmgrab.com befindet sich eine Bibliothek mit quasi allen großen Hollywood-Blockbustern und der dazugehörigen Lichtstimmung. Da könnt ihr also Setfotos abrufen und seht schon, wie die ganze Lichtsetzung und die Farbgebung des Films gestaltet ist. Und hier könnt ihr euch sicherlich noch die ein oder andere spannende Idee für euer Filmprojekt abschauen. Steht euer Drehbuch erstmal, gilt es natürlich, die entsprechenden Rollen mit Darstellern zu besetzen. Das sind in der Regel Freunde, Bekannte, oder interessierte Filmfans, die man in diversen Foren findet. Beim Casten der Schauspieler solltet ihr natürlich darauf achten, dass die Rollen auch glaubwürdig besetzt sind. Es bringt ja nichts, wenn ihr einen 13-Jährigen nimmt, der die Rolle eines Erwachsenen spielt. Es wirkt dann unglaubwürdig und dann hat gleich schon euer Film an gewissem Charme verloren. Außerdem sollten natürlich auch die Kostüme passen. Es bringt auch wieder nichts, wenn ihr einfach nur euren Schauspieler ein Betttuch umhängt und er ist irgendwie der Superheld. Das ist irgendwie schon sehr kitschig. Also ihr solltet euch auf jeden Fall Gedanken über die Kostüme machen. Das kann schon richtig zeitintensiv werden. Wir haben ja selber schon für diverse Filmprojekte mit Kostümen gearbeitet und das war schon ziemlich aufwendig, das zu gestalten. Aber es finden sich auf jeden Fall im Freundes- und Bekanntenkreis bestimmt Leute, die gerne basteln und einfach mal sich mal austoben oder einfach auch den richtigen Blick für das passende Kostüm haben. Wie wir zum Beispiel hier für unseren Serum 43 Dreh so die ganzen Kostüme so ein bisschen in Endzeit-Look so hergerichtet haben. Das waren also einfach ganz normale Klamotten, die wir dann entsprechend mit Lackstiften, mit irgendwelchen Sprays und sonstigen Sachen dann nachbearbeitet haben. Und wenn es so ein bisschen Schlamm und Dreck ist, die man einfach aufs weiße T-Shirt schmiert, das wirkt eigentlich auch schon oft sehr gut. Die Schauspieler sollten auf jeden Fall top motiviert sein, denn so ein Drehtag ist anstrengender, als man glaubt. Wir haben öfters 8 bis 12 Stunden Drehtage und das geht schon richtig an die Substanz. Und wenn man ein Filmprojekt auf mehrere Drehtage anlegt, dann trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen und viele Leute sagen, ach ja, ich wollte einfach mal vor der Kamera stehen, aber das ist mir dann doch zu stressig. Ist natürlich doof, wenn ihr ein Filmprojekt anfangt und auf die Darsteller setzt, die dann plötzlich am zweiten Drehtag aussteigen. Dann sind die Filmszenen gedreht und ihr dürft einiges wiederholen. Das ist oft sehr nervig. Wichtig ist, macht auf jeden Fall auch Darstellerverträge mit den Schauspielern. Da gibt es entsprechende Formulare im Internet. Somit sichert ihr euch einfach die Rechte, das Bildmaterial auch für euer Filmprojekt nutzen zu dürfen.
Ebenso wieder das Problem, wenn ein Darsteller irgendwann nach ein paar Wochen sagt, nee, ich möchte doch eigentlich gar nicht vor der Kamera erscheinen oder da bin ich irgendwie doof getroffen oder ich mag das doch alles nicht so, wie wir es ursprünglich besprochen hatten, dann ist euer Filmprojekt auch schon wieder direkt zum Scheitern verurteilt. Also deswegen kommuniziert offen mit euren Darstellern und macht auf jeden Fall entsprechende Verträge. Das ist also gar kein großes Hexenwerk, die Verträge gibt es wie gesagt im Internet, solltet ihr aber auf jeden Fall machen. Ja, das Drehbuch steht, die Schauspieler sind gecastet. Jetzt geht es natürlich dran, entsprechende Locations zu finden. Ihr habt natürlich schon mal so einen Grundgedanken gehabt, den ihr beim Drehbuchschreiben entwickelt habt. Gerne sind ja immer so Lost Places oder ja, für so Endzeit-Szenarien oder ja, einfach da, wo nicht viele Leute sind, wo man in Ruhe drehen kann. Das kann mal ein Hinterhof sein, das kann natürlich auch in den eigenen vier Wänden was sein, was ihr da aufbaut. Aber wenn ihr außerhalb der eigenen vier Wände dreht, solltet ihr natürlich entsprechende Locations erstmal gut ausloten, dürft ihr da überhaupt drehen? Holt euch entsprechende Genehmigungen ein. Ihr könnt nicht einfach so irgendwo in den Hinterhof eines fremden Hauses gehen und da Filme drehen. Das ist sehr unschön. Aber wenn ihr mit den Leuten sprecht oder einfach mal fragt, ob ihr da filmen könnt, sind die meistens eigentlich auch mal ziemlich offen. Und gerade wenn es um Filmprojekte geht, das haben wir selber oft erfahren, die Leute finden das alles immer sehr spannend, wenn man da mit der Kamera anrückt und ja da was umsetzt und sind einfach froh, dass was bei ihnen passiert. Also insofern sprecht offen mit den Leuten, erzählt ihnen, ja, was ihr vorhabt für ein Projekt und dann kostet das in der Regel auch gar nicht viel, beziehungsweise meistens gibt es die Location sogar umsonst. Die Leute sind einfach froh, dass bei ihnen was passiert. Also auf jeden Fall nachfragen. Und wie gesagt, gerade wenn ihr so bei Lost Places dreht, so ich sag mal alte Kasernen oder Fabrikanlagen, da kommt ihr ohne Genehmigung auf keinen Fall weiter. Solltet ihr auf jeden Fall euch an die öffentlichen Stellen wenden und danach fragen. Sonst gibt es auf jeden Fall noch Ärger, gerade wenn euer Film fertig ist und diese Szenen sind zu sehen. Das kann also sehr schnell viel Ärger geben und auch teuer werden. Deswegen sucht euch die Locations mit Bedacht aus und holt euch entsprechende Genehmigungen. Kommen wir als nächsten Punkt zum Equipment. Egal, ob ihr jetzt mit einer großen DSLR-Kamera oder einer Hollywood-reifen RED-Kamera filmt oder einfach nur dem Smartphone, ihr müsst euch auf jeden Fall Gedanken machen, ja, mit welchem Equipment ihr filmt. Letztlich, der Look des Films ist gar nicht mehr so der große Unterschied zwischen diesen einzelnen Systemen. Die Smartphones werden immer besser. Trotzdem braucht ihr entsprechendes Zubehör wie Slider-Schienen, wie Gimbal-Systeme zum Stabilisieren. Sowieso ein großes Thema. Sorgt dafür, dass ihr nicht wilde Kamerafahrten macht, es sei denn, es ist gewünscht, wie zum Beispiel eine Kampfszene beim Actionfilm, sondern sorgt dafür, dass ihr so richtig filmische Fahrten macht. Das ist einfach typisch für den Film. Es ist ständig irgendwas in Bewegung, egal ob es ein Dialog ist, da kreist die Kamera langsam um die Darsteller oder eine Landschaftsaufnahme oder ja ein Inside-Shot oder ja wie auch immer. Ihr solltet auf jeden Fall sehen, dass eure Kamera in Bewegung ist und dafür braucht ihr entsprechendes Equipment. Das solltet ihr euch natürlich im Vorfeld gut überlegen, weil wenn ihr natürlich nicht in den eigenen vier Wänden dreht, sondern unterwegs seid im Außenbereich, dann braucht ihr natürlich ein Transportmittel. In der Regel braucht ihr dann einen kleinen Minivan oder ein Kombi, mit dem ihr quasi euer ganzes Equipment von A nach B transportieren sollt. Am besten packt ihr euer ganzes Equipment in einzelne Kisten. Das ist übrigens ein ganz guter Tipp, den wir selber auch erstmal lernen mussten. Eine Kiste zum Beispiel für die Kamera, die andere Kiste für das Gimbal-System, die nächste Kiste für den Ton. Wenn ihr euer Equipment in entsprechende Kisten gepackt habt, ist es also auch am Drehort relativ schnell und übersichtlich, alles wieder auseinanderzupacken. Ihr habt nicht so viel Vorlaufzeit und ja, seid relativ schnell organisiert, könnt relativ schnell die einzelnen Systeme aufbauen. Und vor allem, ja, wenn es ein größeres Projekt ist, ihr wisst wirklich, wo ihr nach was suchen müsst und der Stress ist im Vorfeld schon ein bisschen klein gehalten. Ihr solltet euch natürlich im Vorfeld schon Gedanken machen, wo stellt ihr die Kamera auf und ja, aus welchen Richtungen filmt ihr am besten. Beachtet auf jeden Fall bei eurer Filmerei die Grundlagen der Bildgestaltung. Das sind so einfache Tipps wie der goldene Schnitt oder die Zweidrittelregel. Das sind Themen, die habe ich nochmal in einem extra Video nochmal hinterlegt für euch, die könnt ihr euch nochmal anschauen. Mit diesen einfachen Tipps und Tricks sehen eure Bilder einfach beim Filmen besser aus. Wichtig ist natürlich auch beim Film die richtige Lichtsetzung und die ist nicht zu unterschätzen. Oftmals benötigt man so 1-2 Stunden im Vorfeld, um die ganzen Lampen am Filmset richtig aufzustellen. Mit Licht könnt ihr Emotionen vermitteln. Licht ist wirklich die halbe Miete, ist genauso wichtig wie ein guter Ton, da kommen wir gleich noch zu, oder natürlich auch ein entsprechendes Kamerabild. Also macht euch Gedanken über die richtige Lichtsetzung. Auch hier empfehle ich euch wieder mein Lichttutorial für das entsprechende Filmlicht, Hollywood-mäßige Beleuchtung. Solltet ihr euch vielleicht anschauen. Da seht ihr, was ihr wirklich mit 1-2 Leuchten schon realisieren könnt, um einfach einen dramatischen Look zu kriegen oder einfach einen, ja, einen lieblichen Look für romantische Filme oder ja immer das passende Licht für ja, die entsprechenden Ansprüche. Also macht euch Gedanken über die entsprechende Lichtsetzung, dann sieht euer Film einfach besser aus. Ebenso wichtig wie das Licht ist natürlich auch der Ton.
Ton ist sogar noch ein bisschen wichtiger, weil wenn ihr einen Film seht mit einem schlechten Ton, das macht keinen Spaß. Das sieht unprofessionell aus, beziehungsweise hört sich unprofessionell an und das geht gar nicht. In der Regel filmt man ja mit einer Tonangel, weil man möchte ja keine störenden Ansteckmikrofone im Bild haben. Das heißt, die Darsteller haben eigentlich keine Möglichkeit, ein Mikrofon am Körper zu befestigen. Natürlich, klar, man könnte unter einem Shirt ein Funkmikrofon installieren, aber in der Regel filmt man beim Filmset mit einer Tonangel. Da ist es natürlich die Herausforderung, später den Ton wieder mit dem Bild zu synchronisieren. Und deswegen benutzt man vor oder nach jeder Szene die sogenannte Filmklappe. Somit kann man quasi später die Bildspur und die Tonspur wieder synchronisieren. Deswegen benutzt man am Filmset eine Filmklappe. Auf dieser Klappe sind entsprechende Informationen des einzelnen Takes, um das Ganze später besser zuzuordnen. In meinem Kanal findet ihr übrigens auch noch ein Tontutorial. Da erzähle ich euch nochmal die verschiedenen Arten und Wege, ja, wie ihr den optimalen Ton für euren Film dann aufnehmen könnt. Kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, die Setlogistik am Drehtag. Nicht zu unterschätzen. Das ist also wirklich was, was sehr gut geplant sein sollte. Und deswegen, das Drehbuch habt ihr, aber jetzt müsst ihr als nächstes einen Drehplan haben. Ein Drehplan ist wichtig, eben damit es keinen Stress am Drehtag gibt. Im Drehplan steht alles drin. Es fängt an, wer holt wen wann morgens ab, wer installiert welche Kameras wo, wer ist wofür zuständig, wer macht die Filmklappe, aber auch, welche Kameraeinstellungen wählen wir, für welche Szene, welcher Shot, welcher Winkel. Das sind alles so Informationen, die ihr dann in diesem Drehplan niederschreiben solltet und der sollte so ausführlich wie möglich sein. Je ausführlicher ein Drehplan, desto weniger Stress am Set. Vergesst also wirklich nicht, im Drehplan so viele Informationen wie möglich reinzuschreiben, weil es wäre ja sehr schade, wenn ihr dreht an einer coolen Location und habt eine wichtige Szene vergessen. Ihr seid später abends wieder zu Hause und euch fällt ein, die wichtigste Szene fehlt, Close-up vom Hauptdarsteller oder einfach nochmal eine totale. Und deswegen achtet drauf, wirklich alle einzelnen Szenen, alle Shots, alle Kamerawinkel auch in diesem Drehplan zu verewigen, damit einfach später nicht das böse Erwachen kommt und ihr habt eine wichtige Szene vergessen, die ihr so nicht mehr nachdrehen könnt. Deswegen, der Drehplan ist das A und O für einen stressfreien Drehtag und eure Schauspieler werden es euch danken, weil sonst kommt doch schnell Hektik am Set auf und das motiviert eigentlich keinen, weil ein gestresster Regisseur sorgt für gestresste Darsteller und das sieht man auch letztlich im Ergebnis. Also nur gut motivierte Darsteller sind gute Darsteller, also denkt dran, macht auf jeden Fall einen Drehplan. Wenn ihr einen Außendreh plant, schaut euch auf jeden Fall auch den Wetterbericht an, weil so ein Regenschauer kann einem doch schon mal den ganzen Drehplan ziemlich durcheinander wirbeln, ist uns auch schon mehrfach passiert. Oder plant entsprechend genügend Zeit ein. Okay, es sei denn, es ist natürlich eine Szene, die ihr drehen wollt, die bei schlechtem Wetter spielt, da kann so ein Regenschauer ja auch mal ganz gut in Szene gesetzt werden. Wenn sich viele Leute an einem Filmset befinden, reicht es ja oftmals nicht, wenn man die Leute durch Zurufen in ihre entsprechende Position stellt, gerade wenn man ein größeres Set hat. Deswegen arbeiten wir sehr gerne mal mit einem Walkie-Talkie. Alle Startler. Alle auf Position. Und Action. Da braucht man nicht durch die Gegend schreien, man kann eben kurz an wichtige Stellen Informationen weitergeben und alles läuft wesentlich ruhiger und stressfreier ab. Deswegen solltet ihr vielleicht immer so ein Set Walkie-Talkies mit am Set haben und ja, das macht das Ganze dann ein bisschen stressfreier und angenehmer am Filmset. Ein Drehtag kann schon mal lang werden. Also plant auf jeden Fall genügend Zeit am Drehtag ein, weil so 10-12 Stunden sind ruckzuck vorbei. Man wundert sich, man baut stundenlang auf. Die Darsteller müssen natürlich entsprechend geschminkt werden. Das Set muss hergerichtet werden, Lichter müssen aufgestellt werden, Kamera installiert werden. Das kann ein paar Stunden dauern, bis die eigentlichen Filmarbeiten dann erstmal losgehen. Deswegen plant viel Zeit ein an eurem Drehtag. Sorgt auf jeden Fall auch für gutes Essen am Set, weil so ein langer Drehtag, die Leute bekommen Hunger und dann bringt es ja auch nichts, wenn die Leute mit knurrendem Magen vor der Kamera stehen. Das demotiviert. Deswegen sorgt auf jeden Fall immer für gutes Essen und für gute Stimmung am Set. Generell sollte natürlich klar sein, am Filmset herrscht keine Demokratie. Es wird also nicht diskutiert. Das verzögert den ganzen Ablauf auf jeden Fall auch. Es sollte von vornherein eine klare Rollenverteilung geben. Der Regisseur sagt, wo es lang geht und alle Diskussionen sollten auf jeden Fall im Vorfeld des Films geführt werden. Fangt nicht an, am eigentlichen Drehtag noch an zu diskutieren. Das gibt also auf jeden Fall nur Stress und Ärger und wirbelt auch alles durcheinander. Also ganz klar, am Filmset herrscht eine klare Hierarchie und der Regisseur sagt, wo es lang geht und alle anderen rennen nach. Muss man sich auch etwas dran gewöhnen, aber das bringt auf jeden Fall einen stressfreien Dreh mit sich. Trotz klarer Hierarchie soll es natürlich nicht so sein, dass der Regisseur da die wilde Sau am Set spielt. Ihr wollt ja schließlich mit euren Darstellern noch weiter filmen. Also sorgt für gute Stimmung am Set und dann funktioniert das schon. Dann habt ihr auch Leute, die top motiviert weitermachen wollen und
Das zahlt sich auf jeden Fall aus im Ergebnis. Ja, als nächster Punkt der eigentliche Dreh. Sorgt dafür, dass ihr möglichst viel Material schießt, so viel wie möglich. Wiederholt die Szenen, wenn machbar, weil dann könnt ihr letztlich nachher in der Nachproduktion in Ruhe zu Hause die besten Szenen auswählen. Daher versucht alle Szenen, wenn es geht, 2-3 Mal zu drehen. So habt ihr dann ja genug Auswahl, um nachher später zu Hause so die beste Szene rauszusuchen. So als kleine Richtlinie, wenn die Profis in Hollywood-Filmen an einem 12-Stunden-Drehtag, kommt letztlich nur Material für 3 bis 5 Minuten Filmszene raus. Das heißt, man braucht dann schon so 25 bis 30 Drehtage, um so 90 Minuten Hollywood-Blockbuster abzudrehen. Das ist schon einiges. Das könnt ihr sicherlich schneller, aber ihr wollt ja doch auf einen gewissen Anspruch eures Films dann Acht legen. Also wenn ihr zum Beispiel einen 30-Minuten-Kurzfilm dreht, dann gehen auch schon mal 5-6 Drehtage drauf. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Je nachdem, wie oft auch die Locations natürlich wechseln, dann braucht ihr natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, weil ihr müsst ja immer die Auf- und Abbauzeit entsprechend mit einrichten. Ist euer Set natürlich erstmal abgebaut, ihr habt einen erfolgreichen Drehtag hingelegt, ihr kommt wieder zu Hause an, geht es natürlich an die Postproduktion, also die Nachbearbeitung im Studio. Das ist einmal zum Beispiel natürlich der Schnitt, ganz wichtig. Mit dem Schnitt könnt ihr vieles aus dem Material rausholen, was es so eigentlich noch gar nicht hergibt. Oftmals sorgen ja kurze, schnelle Schnitte für Dynamik im Film, für Action und Spannung. Und ja, das sollte man nicht unterschätzen. Die Postproduktion ist eigentlich noch zeitintensiver als der eigentliche Dreh. Deswegen nehmt euch Zeit dafür, weil hier könnt ihr wirklich viel zaubern und rausholen. Verfallt aber nicht so in den Satz so, do it in post, sondern unter dem Motto beim Filmdreh, ach, wir machen das schon in der Postproduktion. Also beim eigentlichen Dreh solltet ihr natürlich schon darauf achten, dass ihr das Material bestmöglich anliefert, weil das erleichtert euch natürlich die Arbeit in der Nachbearbeitung. Gleichzeitig zum Schnitt geht es natürlich auch noch darum, das Color Grading ist ja ein großes Thema, wie ich anfangs schon angesprochen hatte. Jeder Film hat so seinen ganz eigenen Look. Hier könnt ihr natürlich mit verschiedenen LUTs spielen oder verschiedenen Effektfiltern, die ihr einbinden könnt, egal ob jetzt mit Adobe Premiere oder mit Final Cut, je nachdem, wo ihr schneidet, da gibt es entsprechende Sets und da könnt ihr eurem Film einen ganz eigenen typischen Look verleihen. Übertreibt es aber nicht mit den Filtern, weil sonst sieht es oftmals unrealistisch aus. Also setzt eure Farbgebung bedacht und ja, ganz dezent ein, also nicht übertreiben. Es sei denn, es soll irgendwie ein cooles Science-Fiction-Panorama sein, wo es alles der typische Blau-Look ist oder wie auch immer. Also macht euch auf jeden Fall Gedanken über das Color Grading und verleiht eurem Film damit einen ganz eigenen typischen Filmlook. Beim Schnitt schaut man sich auch das Bildmaterial an und oftmals stellt man fest, ach, der Ton war doch nicht so toll. Das heißt, ihr könnt also auch in der Nachproduktion noch diverse Sachen nachsynchronisieren oder mit entsprechenden Soundeffekten dann unterlegen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Thema. Hört euch das Material nochmal genau an. Sind die Texte klar gesprochen? Ja, oder gilt es eben noch was nachzusynchronisieren? Oder kommt noch eine Sprecherstimme aus dem Off dazu? All das kann man jetzt im Schnitt und in der Nachbearbeitung realisieren. Als letzter Punkt, ganz wichtig, ist natürlich die Untermalung eures Films mit einer entsprechenden Filmmusik. Filmmusik sorgt für Emotionen und ja, hier gilt es auch natürlich mit Bedacht voranzugehen. Wenn eine ruhige Szene geplant ist, bringt es natürlich nichts, wenn eine bombastische Orchestermusik ertönt. Ihr solltet natürlich ganz stimmungsvoll die Musik entsprechend wählen für die passende Szene. Das Suchen von Filmmusik kann schon mal sehr zeitintensiv sein. Ich sitze oftmals stundenlang und ich habe den Filmtitel ja eigentlich schon beim Schreiben des Drehbuchs, hat man schon für jede Szene so eine Soundstimmung im Kopf, bis man da aber das richtige Material gefunden hat, da vergeht schon einiges an Zeit. Ich habe euch mal bei den Infos ein paar Links zu Seiten verlinkt, wo man lizenzfreie Filmmusik erwerben kann, die auch sehr gut ist. Also es sind zum Beispiel so Seiten wie Premium Beat, wie Audio Jungle, wie Music Beat. Und ja, auf diesen Seiten findet ihr je nachdem mal günstig, mal etwas teuer entsprechende Sounds, zum Teil auch mit Vocals, also sehr hochwertig umgesetzt. Und da findet ihr auf jeden Fall immer die passende Musik zu einer entsprechenden Filmszene. Macht auch nicht den Fehler, wechselt die Musik in einem Film nicht zu oft, also nicht alle paar Sekunden eine andere Musik. Der Betrachter muss sich ja so ein bisschen einlassen auf die Szene und dementsprechend ja, muss eine Musik auch erstmal wirken. Also ganz wichtiger Punkt noch zum Schluss, die Wahl der richtigen Filmmusik. Das waren so meine grundlegenden Punkte zum Thema, wie dreht man einen Film. Letztlich kommt es natürlich erstmal auf die Kreativität des Filmemachers an, der sich im Vorfeld halt die Gedanken macht und ja, mit welchen Mitteln auch immer das Ganze dann umzusetzen. Macht euch auf jeden Fall bewusst, so ein Film kostet Geld, auch wenn ihr wirklich nur mit Freunden und Bekannten und eurem Smartphone filmt. Trotzdem wollen die Leute was zu essen haben, man muss von A nach B fahren und man muss einfach die Zeit investieren. Deswegen, so ein bisschen Budget sollte auf jeden Fall vorhanden sein, aber dann kann es auch eigentlich schon losgehen.
Ja, ich hoffe, mein kleines Videotutorial zu diesem Thema hat euch gefallen. Ich habe noch etliche andere Videos zum Thema Filme machen, egal ob mit dem Smartphone oder der DSLR-Kamera bei mir im Kanal. Schaut euch das gerne an. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen und ja, würde mich natürlich ebenso freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonniert. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal bei euer Rainer. Was zur Hölle ist hier los? Wo sind all die Menschen hin?